Lust auf eine Calzone? Dann sind wir schon zwei. Für den Teig brauchen wir 250 Gramm Mehl, 130 Milliliter Wasser, einen Esslöffel Olivenöl und eine Prise Salz. Gut vermischen und kneten. Lassen den Teig für 10 Minuten ruhen. In die Calzone kommt eine Salametti oder Salami und Spitzpaprika. Wallen den Teig aus. Belegen zuerst mit Tomatensauce, danach mit Mozzarella, unseren Salamettis und unsere Paprika. Würzen mit Pfeffer und Oregano und verschließen sie vorsichtig. Und ab in den Ofen. Nach 15 Minuten bei 200 Grad Umluft ist sie perfekt. Calzone. Dazu geben wir noch ein bisschen Pesto und Tomatensauce. Fast wie in der Pizzeria. Guten Appetit.